gesagt, ich wäre böse und hätte deshalb alles verdient, was mir jemand antun könnte. Ich habe nie wirklich geglaubt, dass ich böse bin, hatte aber meine Reinkarnationserinnerung, den Verhörungen weitgehend verloren und hatte deshalb keine Möglichkeit zu beweisen, dass ich unschuldig war. Das ist tragisch. Versuche es immer mit dem Band 2. Des Scubus, auch Scubus, unten liegen, ist nach dem mittelalterlichen Volksglauben ein Mann buhlender weiblicher Teufel. Der Scubus ist das weibliche Gegenstück zum männlichen Inkubus. Scubus ist ein weiblicher Dämon aus der jüdischen und christlichen Mythologie. Er ernährt sich von der Lebensenergie schlafender Männer, mit denen sie sich nachts paaren. Wenn sie sich der Scubus mit einem Mann paart, wacht dieser während des Aktes nicht auf und kann sich höchstens in Form eines Traumes an den nächtlichen Besuch erinnern. Anubis, ägyptisch. Oh, da ist was rausgefallen. Ein Foto? Na, das schaue ich mir mal an. Ja. Anubis, ägyptisch, der in den Mumien binden ist, nach anderer Auffassung, Hündchen auch. Ah, ja, okay. Gucken wir halt mal. Oh. Gott. Leute, ich cutte das. Gleich zumindest. Was zum... Wo kommt das denn her? Okay, da ist eine 6. Oder ein B. Oder irgendwas. 6? Was zum Teufel? Was hat die 6 denn zu bedeuten? Irgendeine Zahl? Mann, hab ich Kopfschmerzen. Ich hatte ja auch immerhin einen langen Arbeitstag. Ich gehe besser schlafen. Ich möchte mein Inventar finden. Bitte. 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 Inventar. Ein Eintrag in mein Tagebuch, um meine Gedanken zu ordnen. Ja. Oh ja. Welchen Slot willst du speichern? Slot 1 und glaub mir, diesmal verspeichere ich mich nicht. Ey, mein, ich bin so krank durch den Wind. Was ist hier los? Was zur Hölle? Ich meine, boah, nein. Was war das denn schon wieder? Hört es sich nach irgendwelchem Blech an? Ey. Ich hab echt. Richtig. Ich brauch da jetzt nicht rein. Nein, die Lampe bleibt an. Hallo? Warum liegen diese verdammten Dosen hier auf dem Boden? Habe ich die nicht gestern weggeräumt? Ich dachte, dass ich vielleicht die Tür offen gelassen habe. Ist mir schon einmal passiert, dass mir Sachen runtergefallen sind. Durch den starken Windzug, der entstanden ist. Aber die Sachen sind von meinem Tisch gefallen. Niemals vom Herd. Außerdem ist die Tür doch zu. Oh! Was ist denn jetzt? Ey, räum sie einfach weg. Oder nein, tu's nicht. Geh einfach bitte schlafen. Es ist nun einige Zeit her, dass ich in dieses Apartment gezogen bin. Ich lebte vorher in einer Kleinstadt, nahe an einem See. An seinen Namen, ey, kann ich mich nicht erinnern. Es war ein schönes kleines Plätzchen, abgeschieden. Dieser Ort schien eine Art Ferienort gewesen zu sein. Kein Wunder bei dieser wunderschönen Gegend. Da ich aber vor einem Monat ein Jobangebot bekam, war ich gezwungen, hierher zu ziehen, da ich keine Zeit hatte, etwas Besseres zu suchen. Entschloss ich mich hier, ein kleines Apartment zu nehmen. Es soll nicht auf Dauer sein, nur solange ich, bis ich etwas mehr Geld habe. Seit ich in diesem Apartment wohne, habe ich diese Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, wo sie herkommen, aber sie sind da, Tag für Tag und Nacht für Nacht. Diese Träume und Visionen. Wahrscheinlich ist es auch nur der Stress. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass irgendwas mit diesem Apartment nicht stimmt. Erst diese Ratte gestern, dann das Licht, dieses Zeichen an der Wand, dieses mysteriöse Foto und heute die Dosen und der Zettel mit der Nummer 6 drauf. Aber am schlimmsten sind diese Bücher. Ich weiß überhaupt nicht, was ich mit ihnen machen soll. Warum?
schenkt sie mir die Nachbarin diese Bücher. Was? Er klopft ja jetzt noch an der Tür. Leute, da stand gerade hinter uns so ein Ding, ja? Jetzt klopft jemand an der Tür. Ich krieg gleich Schnappatmung. Das geht ja mal gar nicht. Oh nein. Hör auf zu klopfen. Speichern. Hör auf zu klopfen. Joho, Moment. Hallo? Wer ist denn da? Hallo? Hallo? Niemand da. Zum Teufel, was soll denn die Scheiße? Wer zum Teufel hat da geklopft? Huch, was ist denn das? Irgendein Zettel? Was steht denn da drauf? Nimm dich in Acht. Alter, Leute, nee. Nimm dich in Acht. Was hat denn das zu bedeuten? Wer schreibt mir denn so etwas? Moment mal, da liegt noch ein Zettel. Lass es nicht zu. Was steht da? Es ist kaum lesbar. Ah, ich hab's doch gelesen. Lass es nicht zu, stand da. Okay. Ins Bett. Du speicherst, ich speichere jetzt nochmal. Und dann gehen wir einfach nur schlafen. Ja, schlafen. Schön. Ich raste aus. Ey, es ist so gruselig. Ich habe so Angst. Nee, oder? Nee, oder? Hallo, was soll denn der Scheiß hier? Hallo? Wer ist denn da? Hören Sie, unterlassen Sie das bitte, sonst bin ich gezwungen, die Polizei zu rufen. Hallo? Scheint endlich gegangen zu sein. Es wurde aber auch Zeit. Also jetzt mal ohne Mist. Hm? Zettel Nummer 6 liegt immer noch da. Was ist denn zu bedeuten? Ich kann die Zahl 6 mit nichts in Verbindung bringen. Dieser Zettel muss doch irgendeine Bedeutung haben. Vielleicht eine Zimmernummer? Nein, das geht nicht, denn der Stock steht immer vor der Raumnummer. Dann werde ich den Zettel mal aufheben und in den Müll werfen. Da stand schon wieder was hinter uns. Ich bin nicht blöd. Da stand was hinter uns. Und was ist das da an der Wand? Oh, Leute, nein. 1997. Es läuft mir einfach eiskalt den Rücken runter. Es ist einfach echt nicht mehr schön. Also, irgendwas stimmt hier doch nicht. War der Hausmeister etwa hier? Irgendwas ist anders. Nur was? Das kann ich dir sagen, aber vorher speichern wir. Also, naja, ne? Ja, das ist anders, mein Freund. Siehst du es nicht? Na gut, dann siehst du es halt nicht. Dick. Was zum? Wo ist mein ganzes Essen hin? Ich hatte doch noch gestern Essen in meinem Kühlschrank. Was ist das denn für ein Zettel? 5? Okay, das wird strange. 5? Schon wieder eine Zahl. Gestern war es die 6, heute die 5. Was hat das zu bedeuten? Es wird strange. Ganz sehr. Also es ist ja echt interessant. Da liegt ein Zettel vor der Tür. Nee, oder? Nee, ein Brief. Wer schiebt denn das immer unter meiner Tür durch? Wo bist du denn? Was ist das denn? Ein Notenzettel mit irgendwelchen roten Strichen drauf? Was soll mir das denn sagen? Wer schickt mir das? Was ist mit der Wand passiert? Nee. Wer ist da? Hallo? Hören Sie. Langsam stört es, dass Sie ständig klopfen. Wenn Sie das nicht sofort unterlassen, bin ich gezwungen, die Polizei zu benachrichtigen. Also entweder hören Sie damit auf oder Sie bekommen richtig Ärger. Was? Das Telefon? Gott.
verdammten Dosen. Irgendwann schmeiß ich sie aus dem Fenster. Malcolm hier. Hallo? Mit wem spreche ich da? Hallo? Hier spricht Inspektor Spock in Calvin O'Connor. Sie berichteten uns, dass sie jemand belästigt. Er würde ständig in ihrem Apartment-Tür klopfen. Wer spricht da? Inspektor Calvin O'Connor. Sie hatten uns doch angerufen, wegen des Unruhestifters. Ist es nicht so, Joel Malcolm? Ich hatte vor, sie anzurufen, aber ich habe es nie getan. Ich habe sie niemals angerufen. Aber natürlich, sie sagten mir doch, dass bei ihnen ständig jemand an der Tür klopft und dass wir kommen sollen und ihn verhaften sollen. Das muss ein Missverständnis sein. Ich habe niemals bei ihnen angerufen. Wie gesagt, ich hatte es vor, aber ich tat es nie. Hören Sie mal zu, Joel Malcolm. Ich arbeite viel, habe eine Familie zu ernähren und glauben Sie mir, normalerweise werfe ich auf solche Fälle wie Ihre einer ist nicht mal einen Blick. Um sowas kümmern können sich junge Polizisten kümmern. Aber ich habe mir Ihren Fall angesehen und ich wollte Ihnen helfen. Aber wenn Sie meine Hilfe so strikt ablehnen, dann denke ich, können wir Ihnen nicht helfen. Wenn Sie... Aber Herr Inspektor, wenn ich es Ihnen doch sage, ich habe Sie niemals kontaktiert. Das muss jemand anderes gewesen sein. Irgendwas stimmt hier nicht, aber ich habe bei Ihnen nicht angerufen. Könnten Sie nicht jemanden herschicken? Ich denke nicht, dass das nötig ist. Ich glaube, Sie müssen selber erstmal zu sich finden und dann rufen Sie uns bitte wieder an. Suchen Sie vielleicht einen Spezialisten auf. Aber Herr Inspektor... Aufgelegt. Was zum Teufel geht hier denn von sich? Was passiert hier? Mein Kopf. Spürt ihr diese Schmerzen? Ich sollte mich hinlegen. Das tut mir sicherlich gut, ein bisschen zu schlafen. Nee, oder? Ey, es reicht. Es ist gut, ich hab doch schon Angst. Ein Zettel? Löscht niemals das Licht? Was? Warum das denn nicht? Also eins könnt ihr mir glauben. Ich werde das Licht definitiv... Was war das? Oh, nee. Oh. Du bist tot? Na dann. Ich bin verwirrt und mach hier einfach mal einen Cut. Also, ich bin jetzt echt gerade. Hey. Okay. Na, egal. Nein. Ich denk nicht drüber nach. Ich mach einen Cut. Das war The Apartment mit Let's Play Like Lady. Einer verwirrten Let's Play Like Lady. Adios, amigas. God, this is strange.